Aber eigentlich kann die Probe aufs Gegenteil, dass es nämlich ganz unmöglich die Entwicklung eines universellen Bewusstseins gäbe, das zumindest vernunftgemäß eine fortschrittliche und positive Entwicklung bewirkte, wenn sich jedermann einfach die Frage stellt, kann es sein, dass dieses oder jenes geschieht? Ein dreijähriges Kind, das an Krebs stirbt zum Beispiel, Katzen, von denen eines von 8 überlebt, Schildkröten, von denen eines von 1000 überlebt und so weiter. Wenn es dieses wohlwollende, sich entwickelnde Bewusstseinsfeld gäbe oder jemals gegeben hätte, dann könnten diese Interiotes, diese Ungeheuerlichkeiten unmöglich immer weiter bestehen und sich nicht etwa vermindern, sondern immer mehr zunehmen, sogar ganz ausgeschlossen. Egal, ob dieses Bewusstsein ein rationell vernünftiges sein soll oder ein wenigstens mitleidiges, emotional betroffenes, durch Leiden und Herzeleid ergriffenes oder von welchen Akzidenzien auch immer ausgestattet. All dies konterkariert so sehr mit der Vorstellung einer sowohl Entwicklung als auch einer bewusstseinsfähigen Existenz oder Essenz, das von vornherein vollkommen ausgeschlossen werden kann, dass das Ziel des Seins, der Existenz ist. Ganz im Gegenteil, zeigt sich, dass dessen Ziel ständige, gnadenlose Hochrüstung, Selektion, Aussortierung, gefühlsenthobene, emotionsaffektenthobene, vernunftenthobene, pure Rekombinatorik automatistischen Ausmaßes ist, jenseits aller Moral, jenseits aller Gefühle, jenseits aller Sentimente, jenseits aller Vernunft, sondern einfach zu experimentieren, was nach den Regeln der Affinitätswahlverwandtschaften möglich ist und welche noch mehr sich immer mehr verwickelnde und labyrinthisierende Steigerungsmöglichkeiten der Exotik, der Aberwitzigkeit, der Hochrüstung sich daraus ergeben, der neue Transformierungsproduktionen, der Modellen, Körpertypenreihen, des optimal selektionierten, des am besten zurechtgefeilten, diese Form von gnadenloser Filterungs-Sieblogik, die mehr dem Tyrannen, der sich einen Dreck um die Millionen Toten, die er opfert, schert, als um den weisen Philosophenkönig korreliert. Und diese Form der einfach hochgerüsteten Rekombinatorik, man kann es nicht besser definieren oder uns fällt kein anderes Wort dazu ein, hat nichts mit Bewusstsein, nichts mit Universalität zu tun, sondern mit gnadenloser, mitleidsloser,
gibt Experimentierung, Bindestrich Tier, Bindestrich Punkt. Mal sehen, was dabei herauskommt. In den Zeiten, in denen die Not am größten war, zum Beispiel in der Renaissance, sind immerhin die größten Geister entstanden. Die Engführung durch den Engpass der Not, durch die Engführung. Ja, Punkt, Punkt, Punkt.